letzten Tagen bzw. 3 Wochen hat die IGBCE bundesweit Kraftanstrengungen unternommen, mit ihren Mitgliedern und Beschäftigten für ihre zentralen Forderungen zu werben und Unterstützung einzufordern. Ja, konnten von unserem Forderungsbeschluss alle Elemente gestalten mit dem Arbeitgeberverband. Das bleibt positiv festzuhalten. Natürlich konnten auch nicht alle Träume erfüllt werden. Aber die Kernforderung eines bundeseinheitlichen Entgelttarifvertrages zur Erhöhung für alle Lohn- und Gehaltsgruppen wurde umgesetzt, sodass ab 1. Januar 2023 die Lohn- und Gehaltsgruppen um 150 Euro steigen und ab 1.4.2024 um weitere 50 Euro mit einer Gesamtlaufzeit von insgesamt 24 Monaten. Für uns war das wichtig, der tabellenwirksame Betrag mit 150 Euro, was Besseres hätte uns nicht passieren können in der jetzigen Zeit. Also es ist super, also wirklich gigantisch. Können wir alle miteinander stolz auf uns sein, glaube ich auch. In der jetzigen Zeit so ein Ergebnis zu erreichen, ich bin echt sprachlos. Also bin gerührt, dass wir es geschafft haben, in der Fünferkommission dann auch wirklich tatkräftig und wirklich auch gekämpft haben. Es waren die erwartet schwierigen Verhandlungen. Ich finde es total toll, dass es uns gelungen ist, den Festbetrag endlich einmal umzusetzen. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, jetzt haben wir es einmal hinbekommen. Genauso toll finde ich, dass es uns endlich gelungen ist, die Durchfahrtszulage anzuheben. Das war ein Ziel von uns, was wir haben wollten. Wir müssen für die Schichtarbeiter was tun und das haben wir auf diesem Weg hinbekommen. Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Es hat sich rentiert, dass wir auf die Straße gegangen sind, dass wir Kante gezeigt haben. Wir haben es geschafft, Erhöhung der Tabelle um einen Festbetrag, Erhöhung der Durchfahrtszulage plus die Inflationsprämie und noch was für unsere Teilzeitler gemacht. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen freuen sich. Ich bin total happy. Wir haben es 23 Uhr, 15 Stunden verhandelt. Ich denke, das Ergebnis ist ein sehr gutes Ergebnis, was sich sehen lassen kann. Und ich bin gespannt auf die Reaktionen im Betrieb in der kommenden Woche. Aber der Abschluss 22 ist wirklich ein Abschluss. Daumen hoch dafür.